Hallo und herzlich willkommen zur 83. Folge von Momas Hohlwelt. Wir begrüßen euch ganz herzlich hier bei mir in diesem Strick-Tagebuch-Podcast, keine Ahnung. Ich bin Monika, ich bin der kreative Kopf von Momas Hohlwelt, auch wenn das manchmal mehr Fluch als Segen ist. Wohne im wunderschönen Stuttgart, das jetzt gerade ein bisschen die Sonne rauslässt zwischen Wind und dunklen Wolken und wegen dem die Lichtverhältnisse ich jetzt nutzen muss, mit einer Inzidenz von 30, also Tendenz steigend, wie bei allen irgendwie gerade. Warum ich trotzdem fröhlich bin, weil man sich nicht unterkriegen lassen darf. Ja, ich berichte euch, was ich in den letzten fast 3 Wochen gestrickt, gehäkelt, gesponnen, überlegt, gemacht, getan habe. Und erzähle euch vom Wellness-Wochenende. Und ich erzähle euch davon, dass es ein neues Wellness-Wochenende gibt. Ich zeige euch, was ich gesponnen habe. Ein Teil von der Tour de Vlies. Ich habe fertige Socken, zeige ich euch. Fertig sind nur Socken und noch ein kleines Störprojekt. Dann habe ich neue Dinge begonnen, leider. Manchmal ist es so im Leben. Manchmal reißt es ein, dann muss man es tun. Ja, vor 3 Wochen, 2,5 Wochen, ich glaube vor 2,5 Wochen, war das erste Wellness-Wochenende in Kirchheim im Ries. Und ich muss sagen, es war ein wunderschönes Wochenende, weil Petrus es unglaublich gut mit uns gemeint hat. Das Wetter war super. Das war natürlich in den Zeiten, wo Corona doch eine Rolle spielt, auch bei Veranstaltungen, für uns ein großes Plus, weil wir konnten, bis auf die Abende, konnten wir aber tagsüber immer draußen sein. Es hat Sonne gescheint. Wir sind wirklich so, das Landgasthotel, Landhotel Oswald, liegt in Kirchheim im Ries. Kirchheim ist in der Nähe von Bopfingen. Das Ries ist eine Kraterlandschaft, also wirklich Topfebene. Da gibt es eine Erhebung, der höchste Berg des Ries, der Ipf mit 300 Meter, also aber Ipf. Es ist eine sehr ländliche Gegend, also man riecht noch der Kuhstall. Es ist eine Gegend, wo jetzt dann auch im September Mais trosche wurde. Keine Ahnung. Es ist einfach eine sehr bäuerlich geprägte Gegend eigentlich. Es ist 2 Dörfer vom Heimatort meines Vaters weg. Deshalb fiel die Wahl auch auf diese Gegend, weil es ist eine Gegend, in der ich zu innerst verwurzelt bin. Das ist einfach meine Mentalität. Das ist auch dieses, ja, es ist Herzfeld. Und im Herzfeld ist es immer ein Kittel kälter wie in Stuttgart. Also immer ein Kittel kälter heißt, es ist kühler, es ist, ja, und es ist rauer. Und vielleicht sind die Menschen auch von rauerer Natur. Und da gehöre ich dazu. Also das ist so eine Gattung Mensch, die sich von vielen Schicksalsschlägen nicht aus der Bahn werfen lässt. Ja, die einfach auch immer vorwärts guckt. Und also der elterliche Hof von meinem Vater ist 1960 durch Selbstentzündung abbrannt. Selbstentzündung, da hatte mein Onkel geheiratet, der hatte 2 Kinder. Jetzt muss ich überlegen. 2 Kinder und mit dem dritten war meine Tante schwanger. In dieser Situation, da hat man dann ein Kind für fast ein Jahr, also das Jüngere hat man für fast ein Jahr nach Stuttgart zum Bruder von der Tante gegeben. Das ist heute unvorstellbar, aber es blieb nichts anderes. Man musste gucken, wie man die Kinder irgendwie versorgt, wie man wieder einen Bauernhof aufbaut. Das Viech hat man bei Nachbarn unterstellen können. Also da gab es nichts. Die Menschen haben keine Zeit gehabt, um zu sagen, wie leid es ihnen doch tut oder wie schlimm sie dran sind. Da blieb nicht viel, wie zu sagen, wir müssen vorwärts gucken, sonst gehen wir unter. Und das ist sicher was, wo mich auch zutiefst prägt. Ja, und in dieser rauen Gegend dort im Herzfeld haben wir wirklich eine Wochenende erwischt, wo unglaublich viel Sonne war, wo vor diesem Landhotel
Gartenmöbel stehen, weil man auch da draußen als Gast hinkommen kann und draußen essen kann. Und wir hatten wirklich dieses Landhotel für uns. Wir durften uns aussuchen, sitzen wir auf der Terrasse draußen, die ist aber tagsüber wegen im Schatten, da kommt erst abends die Sonne her. Wir haben oben ein Zimmer gehabt, wir haben die Fläche vor dem Haus gehabt. Und es ist so eine abgelegene Gegend, dass die Lilly wirklich das ganze Wochenende dort vor dem Haus auch ohne Leine laufen konnte. Es waren andere mit Hunden auch da. Also die Heike hatte ihre Hunde dabei und die Patricia hat ihren Hund dabei gehabt. Und das war wirklich auch für die Hunde unglaublich schön. Auch so ein kleiner Zwischenfall, weil auf dem Hof leben auch zwei Hunde, zwei Jack Russell. Und diese passende Jack Russell Dame, die ist etwas größer wie Lilly. Und ja, Lilly kommt halt immer daher, gell? Und Lilly meint halt immer so, da bin ich und das ist jetzt mal mein Hof. Sie musste dann schmerzhaft erfahren, dass es nicht ihr Hof ist. Ja, also die haben das untereinander geklärt, wie das bei Tieren so ist. Die Hündin dort vom Hof hat sie dann mal an der Gurgel geschnappt und Lilly hatte abends dann wie so ein, war halt ein Bluterguss, war halt wie so ein Tischtennisball, das hat sich dann schon wieder verteilt und sie wusste aber dann, also wenn dann die Patin Hündin kam, dann saß sie bei irgendjemand an den Füßen und hat sich dann mal so zurückgezogen und ich glaube, das war Sinn und Zweck dieser Übung, damit auch Frau Lilly weiß, wo der Bartel, der Mochstrahl. Also, es ist unglaublich, wie sie da hängt. Sie hängt da halb auf dem Kissen. Genau. Für mich war es spannend an dem Wellness-Wochenende, dass ich ja viele von euch, die dabei waren, nicht gekannt habe. Wir haben zwar im Vorfeld hin und her geschrieben, per Mail oder auch per WhatsApp zum Teil, aber. Und als ihr dann kamt, habe ich gesagt, hallo, ich bin Monika, weil wie soll ich euch begrüßen? Ich kenne ja eure Namen nicht. Und viele haben dann gesagt, ich weiß. Und ich dachte, muss man neue Sätze überlegen. Also das war für mich wirklich eine Spannung. Man weiß ja dann auch nie, wer kommt. Wie passt es zusammen? Wie harmoniert es? Und es war wirklich faszinierend. Es waren ganz faszinierende Persönlichkeiten, die da waren. Also es waren nicht bloß Frauen, es waren einfach Persönlichkeiten. Frauen, die im Leben schon was erlebt haben, die schon eine Geschichte geschrieben haben, die sie zum Teil auch mit uns geteilt haben. Das war null von oberflächlicher Begegnung an dem Wochenende. Das war, auch wenn man sich nicht gekannt hat, irgendwo hat man ja dieses gemeinsame Stricken und dann war das eine Tiefe. Also das war für mich komplett faszinierend. Und es war unglaublich schön. Ja, irgendwie ist es ganz gut, dass ich im Wollgeschäft gelandet bin und nicht bei den Drogen, weil sonst hätte ich schon wieder jemand angefixt. Aber ja, also ich hatte ja mein Spinnrad mit, die Maren hatte ihr Spinnrad mit, die Heike hatte ihr Spinnrad mit und die Reni kam als Tagesgast mit Spinnrad. Lustig war dann, dass da drei Ash for Joy standen und ein Kiwi. Und dann die Marietta gesagt hat, ah, das tät mich schon auch reizen. Also die kommt von Friedrichshafen, die spricht auch Schwäbisch, wegen dem Wind. Also ne? Irgendwie gefällt mir's schon, hat sie gesagt. Und dann habe ich ihr am Samstag mein Spinnrad überlassen. Und jetzt zum Thema überlassen. Ich wollte nur mal den Begriff überlassen geklärt haben. Viele erzählen ja, dass sie von Wollfirmen oder sonst woher irgendwas überlassen bekommen. Nein, sie bekommen es nicht überlassen, sie bekommen es zur Verfügung gestellt oder geschenkt. Ich habe mein Spinnrad der Marietta überlassen. Mein Spinnrad ist wieder bei mir. Das ist der Unterschied vom Begriff. So. Ja, und die Marietta fing dann an zu spinnen. Und hat wirklich Samstag nach dem Mittagessen, der ganze Samstag und der Samstagabend gesponnen. Und am Sonntag haben wir es noch verzwirnt und sie hat wirklich eine Strängelwolle. Und ist so begeistert gewesen, auch von diesem Spinnen-Meditation. Könnte man fast behaupten, ich weiß es nicht, muss letztendlich jeder für sich selber. Spinnen kann auch zum Wahn werden, wenn man 200 Gramm Faser verspinnen will am Wellness-Wochenende und das noch hinkriegt, dann kann es auch zum Wahn werden. Aber
Spinnen, durch das Drehen vom Rad auch, ist es was sehr, was so im Fluss ist, was so, wenn man das mal so ein bisschen drauf hat, dann läuft es auch so von selber. Und also für mich ist es was sehr Meditatives, was sehr Beruhigendes, was sehr, ja, was mich sehr erdet auch. Und ich glaube, diese Erfahrung hat Marietta auch gemacht und so wie ich das mitgekriegt habe, wird es da demnächst ein Spinnrad geben. Und es ist mir auch wichtig bei so einem Wochenende, dass wir uns gegenseitig Dinge ausprobieren lassen. Mir ist nicht wichtig, dass ich jetzt schon zwei zum Spinnen verführt habe und ich schreibe da keine Liste. Aber mir ist wichtig, dass wir unsere Erfahrungen weitergeben, dass wir uns Techniken zeigen, dass wir Dinge miteinander tun, die wir alleine nicht hinkriegen würden. Dass wir Spaß haben zusammen, dass wir lachen können, dass wir auch ernste Momente teilen können, dass wir das Leben teilen an den 2,5 Tagen. Und das war so und es war wirklich so, so schön und es war mein erster Versuch und ich möchte euch, die ihr dabei wart und wir waren insgesamt mit den Männern, es waren 3 Männer dabei, wir waren 26. Und 3 musste im Vorfeld absagen. Eine, weil sie auf einem Geburtstag war, wo einer wohl war, der Corona hatte und jetzt nicht wusste, hat sie es auch. Und ein Ehepaar, weil sie sonntags für 4 Stunden in Wien waren, bei ihrer Tochter, ihre Tochter besucht haben. Und den Mittwoch drauf, also den Mittwoch vor dem Wellness-Wochenende, wurde Wien dann zum Risikogebiet erklärt. Und dann war klar, wenn Sie gefragt werden, waren Sie, dann müssen Sie sagen, ja, also geht es nicht. Sie haben beide kein Corona gehabt. Aber ja, und ich bin so dankbar. Ich bin euch so dankbar, die ihr aus Vernunft nicht gekommen seid. Und ich weiß, wie hart das war für euch beide. Ich weiß es. Und ich weiß, wie ihr da damit gerungen habt. Und ich bin so dankbar da dafür. Und ich bin euch dankbar, die ihr da wart, dass ihr wusstet, warum ihr kommen könnt. Und nur dann, wenn wir so verantwortungsbewusst damit umgehen, können Veranstaltungen in diesen Zeiten stattfinden. Und ich danke euch auch, dass ihr mir als Veranstalter abgenommen habt zu sagen, und du kommst nicht. Das ist immer bitter, wenn man das muss, aber es ist letztendlich der letzte Weg, weil also dadurch, dass wir in einem öffentlichen Raum sind, ist das nochmal eine Sache, aber ich bin Veranstalter und ich muss den Kopf hinhalten da dafür. Und wollte jetzt nicht Haus und Hof da dafür hergeben. Es hat mich total ermutigt, weil es so gut lief und weil es so schön war, dass wir sofort einen neuen Termin haben. Der neue Termin, ich schreibe ihn in die Infobox, wird 19. bis 21. März 2021 sein. Wieder am gleichen Ort, weil es einfach so raus ist aus allem, dieser einsame Ort. Wer Interesse an diesem Wochenende hat, darf mich mit der Mail, die ich dazu schreibe, unten anschreiben. Wir haben wieder nur eine begrenzte Anzahl. Also wir waren 26 und wir werden nicht viel mehr werden, weil das auch eine Gruppengröße war, die super war, weil es keine Grüppchen in der Gruppe gab, sondern weil wirklich jeder mit jedem aussprechen konnte. Also, ja, wenn ich eine Gruppe mit 40, 45 habe, geht es nicht mehr. Und von daher glaube ich, dass die Zahl gut ist. Und wer zuerst kommt, mal zuerst. Also, wenn ihr Interesse daran habt, schreibt bald, weil es gibt schon erst die Anmeldungen und ich freue mich auch schon drauf. Also, ich habe dieses Jahr den Urlaubskalender gemacht fürs nächste Jahr und ja, und dann gibt es noch ein zweites. Ich träume schon lang davon. Und einige am Wellness-Wochenende haben mich ermutigt. Sie haben gesagt: Mensch, mach's, wir gehen mit. Hier, Borkum. Es wird den Strickurlaub, den Wellness-Urlaub auf Borkum geben, nächstes Jahr im September, eine Woche Borkum. Auch da schreibt mir, wenn ihr Interesse dran habt,
da werden wir weniger Leute sein. Wir werden nur 15 sein, weil wir eine kleine Pension haben, eine Frühstückspension, die wir dann für uns auch haben. Der Frühstücksraum ist nicht unten, der ist im dritten Stock mit Blick auf, nicht die Häuser, man sieht darüber aufs Meer. Sehr zentral gelegen, gut zu Fuß vom Bahnhof aus zu erreichen. Es gibt nur eine Bahnstation, also Bahnhof auf Borkum. Stellt euch bitte nicht wieder Stuttgarter Hauptbahnhof vor, sondern es ist nur wie, ich weiß nicht, in Goldshöfe, Bahnhöfle. Das kennt ihr Goldshöfe nicht, aber da ist es ähnlich wie auf Borkum. Oder Schrätzheim. Ja. Wir haben da manches vor. Es wird manches inklusiv sein. Es wird manches zubuchbar sein. Wir haben Reiseleitung vor Ort. Der Jürgen geht als Reiseleiter mit, der uns so den Rücken frei hält. Und wenn wir Tagesausflüge machen, das Background planen und so. Und das ist einfach sehr, sehr schön. Geht auch mit. Die freut sich auch schon, weil die freut sich auch schon auf das Sand und Strand. Und ich nehme euch mit auf meine Lieblingsinsel. Ja, das dazu. Jetzt gehen wir mal zum Strickigen. Es ist was fertig und das hat mit dem Wollnäs-Wochenende zu tun. Ja, sind die schön. Es sind Socken fertig. Und zwar, das sind die Strümpfe, die heißen Dehnungsfuge, sind von Nicolo Design. Und diese Wolle ist eine Opal-Schafpatenwolle. Und diese Wolle habe ich von der Reni geschenkt gekriegt. Die hat mir die gegeben in so einer süßen Projekttasche, die jetzt leider auch schon als Kissen für Lilly dient hat und deshalb, man sieht es nicht so gut, aber besser so. In einer süßen kleinen Projekttasche, da wohnt inzwischen was anderes drin, aber da war die drin und am Sonntag nach dem Wellness-Wochenende, ich lag dann abends platt im Bett und habe noch meine E-Mails gecheckt, dann kam da was von Revelry und da denke ich mir, hä, hab doch nichts bestellt. Dann schickt mir die Verrückte die Sockenanleitung von der Dehnungsfuge und von dem Treppenviertelsocken. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, zwei Knäuel Sockenwolle, zwei Sockenanleitungen, let's do it. Dehnungsfuge. Das ist so eine typische Nicolas-Susanne-Socke. Auch wieder der Punkt, kraus rechts, ich glaube, man sieht es, ne? Kraus rechts und zwei rechts, zwei links. Hat hier hinten eine Zunahmeferse. Und damit genau hier die meisten Maschen. Dehnungsfuge, weil man sieht es jetzt auch hier sehr, sehr gut auf dem Sockenbrett, ne? Dass sich das hier ein bisschen zusammenzieht und hier dehnt. Da, wo mehr Maschen sind, zieht sich es zusammen, da hat es also wirklich noch. Und dadurch ist diese Socke natürlich, obwohl sie dann eine Boomerang-Ferse hat, geeignet für Menschen mit hohem Spann, weil es hier einfach das meiste Material hat. Aber durch diese Dehnungsfuge zieht sich es hier auch wieder zusammen. Also das schlappert nirgends. Die Socke sitzt wunderbar. Man nimmt dann hier vorne wieder ab, was man hier hinten zugenommen hat. Au, interessante Technik. Und hat vorne dann über dem Fuß zwei rechts, zwei links laufen. Ja. Ich könnte jetzt eine mal auf mein ultimativ geniales Sockenbrett ziehen. Das gerade. Das gibt es nicht zu kaufen. Hat der Jürgen selber gemacht. Kann man sich nur schenken lassen, wenn der Jürgen Lust hat. So. Jetzt kann ich euch nämlich auch noch eine Krux bei mir zeigen. Ihr seht es schon. Ihr seht, dass ihr seht. Und da hatte mich jemand angeschrieben, wie ich das denn löse. Gar nicht. Also, diese Socke habe ich mit dem Nadelspiel gestrickt und nicht mit den Nekonitz. Das sieht man, weil bei den linken auch ich hier, seht ihr hier, Leitern habe. So ein bisschen minimal, die Socke ist jetzt aber auch noch nicht gewaschen. Es ist so,
Würde ich sie mit Nähkuss stricken, hätte ich es nicht. Und ich habe es auch nicht. Also ich habe dann hier vorne zum Beispiel, habe ich immer gewechselt. Also da ist eigentlich die mittlere, also in der Mitte sind zwei linke. Und ich habe das aber dann die zwei linke auf eine Nadel und habe die nächste Nadel mit zwei rechts wieder angefangen. Wie beim zwei rechts, zwei links, zwei rechts, zwei links bündel ich das auch mache. Und dadurch sieht man es nicht. Würde ich es dann auch wieder in der Mitte weiterführen, wird man es auch sehen. Also bei glatt links habe ich im Übergang auch bei beiden Socken dieses. Aber, das Design finde ich super, weil es, glaube ich, ich wage zu behaupten, dass Ästhetik nicht an Punkt 1 steht bei diesen Socken. Das ist bei der Strandtreppensocke, ich habe sie nicht angefangen, aber die werde ich ausstricken, aber ich habe nicht Strandtreppe. Treppenviertelsocke. Strandtreppen, die habe ich ja ständig an, jetzt auch. Immer. Ich habe sie jetzt auch mit festen Schuhen an, die sind genial. Also, ich brauche eigentlich wenig Strümpf, mir langet diese kurze, also die, ich zeige euch jetzt nicht meinen Fuß, aber die reicht mir. Besonders wenn ich auch tagsüber im Raum bin. Also, wenn ich jetzt im Wald schaffe, tät natürlich nicht, aber ich bin ja draußen auf dem Weg und bin dann ja wieder drin tagsüber und da reicht mir die kurze echt. Und hier ist, glaube ich, Ästhetik auch der zweite Punkt. Die Funktionalität ist hier das A und O. Und das liebe ich an ihren Socken, dass das Design immer die Funktionalität in den Mittelpunkt stellt. Ja. Die sind fertig. Und dann sind nochmal Socken fertig. Und da blende ich euch jetzt erstmal ein kleines Video ein. Ja, jetzt gibt es eine kurze Sequenz in das Gestern und ihr seht es gestern. Wir sind jetzt hier kurz vor der Abfahrt zum Wellness-Wochenende, aber ich wollte euch natürlich noch mein Geheim-Geheimprojekt zeigen, das ich so in den letzten Wochen auch noch nebenher gestrickt habe. Und zwar, Vorsicht, Alarm. Ja, es waren Socken. Ja, es waren Socken. Und zwar diese Socken. So. Ich zeige euch die mal im Ganzen. So sehen die aus. Auf den Socken ist so alles, was der Musiker so mag und braucht und hat. Das sind Pausen, da gibt es einen Notenschlüssel und Noten. Ganze Sechzehntel, das sind auch Sechzehntel, das sind aber dann Achtel und die Viertel gibt es. Da unten sind nochmal Achtel und verschiedene Pausen. Es gibt hier einen Bassschlüssel, einen Violinenschlüssel. So, und Sechzehntel Pause, das ist Vorzeichen B. Hier ist das Kreuz, nee, hier ist das Auflösungszeichen. Genau. Ja, soll es Kreuz sein eigentlich, aber egal. So sehen diese Socken aus. Ich habe die gestrickt mit einer Regia-Sockenwolle. Das habe ich euch ja gezeigt im letzten und die färbt. Hat mich dann erstmal ein bisschen geärgert, weil als ich die Schäfte hatte, ich habe die parallel gestrickt und als ich die Schäfte habe, habe ich sie aufs Sockenbrett und habe sie angesprüht mit dem Wassersprüher. Das mache ich in der Regel, damit sich das Colorwork gut legt. Und da sieht man dann, dass es so ein bisschen ausläuft. Das hat mich dann sehr geärgert, aber ja, bringt ja nichts. Ich denke, im Endeffekt fällt es nicht auf. Man sieht es wunderbar. Und eigentlich hätte auf der Fußsohle auch das gleiche Muster sein sollen. Dann habe ich gedacht, das mache ich nicht. Mir latscht nicht auf den Noten rum. Und was habe ich gemacht? Notenlinien. Und das sind genau 15, also sind 3 mal 5. So, und warum war das ein Geheimprojekt? Weil diese Socken nicht für mich sind. Ja, das Geheimprojekt ist, weil diese Socken nicht für mich sind, sondern diese Socken werden heute verschenkt. Eine liebe Freundin, die Musikerin ist, also die außer der Strickleidenschaft die Musikleidenschaft hat, und die bekommt sie zum Geburtstag. Nachträglich, sie hat schon gehabt, aber sie war an ihrem Geburtstag im Urlaub und ja, heute sehe ich sie und dann bekommt sie diese Socken. Genau, die Anleitung
gibt's nicht. Ich werde noch Fotos auf meine Revelry-Seite machen und werde gucken, ob ich da was verlinken kann. Weil die Designerin diese Socken, also diese Anleitung nicht mehr online gestellt hat. Mal sehen, also wenn ihr jetzt da riesen Spaß dran habt und die unbedingt stricken wollt und unbedingt die Anleitung kaufen wollt, dann würde ich mal mit ihr in Kontakt gehen, ob sie die noch, nochmal frei gibt oder wie auch immer. Sie haben zum Stricken unglaublich Spaß gemacht, das ist ein Chart, lässt sich super gut stricken. Ich meine, Käppchenferse oder Herzchenferse ist jetzt auch kein Problem. Ich habe noch ein super Feature gemacht und zwar natürlich hier. Guck mal, dass das scharf wird. So, hier seht ihr das. Ich habe hier auch die Notenlinien, aber mit linken Maschen. Also Colorwork mit linken Maschen und es funktioniert genauso gut. Ja, mein linker Spiegel muss doch einfach sein. Also muss das so sein. Genau. Musician Socks sind fertig. Das war das Geheimprojekt. Ja, und dann schaut mal noch auf dieses Bild. Das ist jetzt ein Tragefoto und ich kann euch sagen, das war so mein Geheimprojekt und die Marien hat sich wahnsinnig drüber gefreut. Lustig war, dass Marien und Ramona Geburtstag hatten. Marien im August, Ramona im September, kurz vorm Wellness-Wochenende. Und die Marien dann gedacht hat bei dem Geheimprojekt, dass ich Socken für Ramona strick. Lustig, oder? Ramona hat was anderes gekriegt und die Music Socks, die sind einfach wie für Marien gemacht. Wenn ihr die Anleitung für diese Music Socks wollt, dann schreibt mir bitte eine Mail, weil diese Anleitung gibt es im Moment aktuell nicht. Und wenn jetzt da eine größere Nachfrage wäre, dann würde ich über eine gut englisch sprechende Freundin mit der Designerin Kontakt aufnehmen, um sie zu bitten, dass sie sie wieder on stellt. Sie sind super zum Stricken. Ich habe sie verändert unten ja an der Sohle, wollte ich nicht auch nochmal das Colorwork stricken, aber das, also diese Socken strickt ja eh kein Anfänger, sondern jemand, der es ein bisschen schon kennt und da kann man es etwas variieren. Und ja, ich habe auch manchmal da inzwischen verkreuzt, wenn ich mal länger wie 12 Maschen hatte, dann habe ich auch einmal verkreuzt dazwischen, das sieht man nachher nicht. Bisschen schade war, also da habe ich echt mit gekämpft auch eine Weile, dass die Regia gefärbt hat. Man sieht es nachher nicht. Also wenn man es nicht weiß, fällt es nicht auf und in der Socke, finde ich, wirkt es jetzt auch nicht wüst oder so. Gott sei Dank. Ja, die Socken sind auch fertig. Und ansonsten habe ich gerade keine neuen Socken auf der Nadel. Die nächsten neuen Socken werden diese Treppenviertelsocken sein, wo ich ja auch die Anleitung gekriegt habe. In einer rosa, weiß, opal. Die zeige ich aber euch dann, wenn ich sie stricke. Und dann gibt es noch ein kleines Störprojekt, das die letzten 2 Tage entstehen musste. Und das ist das hier. Was ist es? Das ist eine Kalenderhülle. Ah, exzellent. Und damit ich den Running Gag jetzt hier auch hinkriege. So. Kalenderhülle. Die Anleitung ist von diesem Jahr, sag ich mal. Die ist im diesjährigen Strickkalender von der Martina Behm drin. Und das habe ich auch nicht gekraft. Also ich habe 2019 hier auch eine Kalenderhülle gestrickt für meinen Kalender und habe jetzt am Samstag beim Stricktreff angefangen, die Kalenderhülle zu stricken und habe es irgendwie nicht kapiert. Ich habe so einen Knopf im Kopf gehabt und habe gesagt, das gibt's doch gar nicht. Warum ist das nicht? Ich verstehe es nicht. Warum? Weil sie anders ist. Die 2019, vielleicht erinnert ihr euch dran, meine war ein bisschen knapp, um nicht zu sagen, jetzt gläu. Und die von der Silvia, von Maschenbilder, die war ein wenig zu groß. Wir hätten so lachen müssen. Und da war die hier offen. Und jetzt ist sie hier offen. Und das finde ich ziemlich genial, weil man kann hier seinen Schreiberling nur reinstecken.
Ich habe da heute auch schon mal meinen Überweisungsschein noch hier reingesteckt, zeitlich. Und meine Krankenkassenkarte. Und ich habe mir die jetzt gestrickt für den Strickkalender von 2021. Und diesen gibt es in sehr begrenzter Anzahl bei mir noch im Shop. Ich packe den Link drunter, ihr könnt da direkt drauf gehen. Und für alle, die jetzt den Adventskalender geordert haben, wenn die sagen, oh, den hätte ich aber noch gern, dann bestellt ihn mit und wählt Selbstabholung und schreibt im Kommentar zum Adventskalender dazu packen und dann kriegt ihr den ohne Versandkosten noch dazu. Strickkalender. Ich muss sagen, ich habe mich eingegroovt, so ein bisschen jetzt mit ihm. 2019 war ja das erste Mal und ich bin ja so ein Freak. Ich denke dann immer, oh, der reicht mir nicht. Oh. Doch. Deshalb habe ich ganz vorsichtig nur meine Strickprojekte da reingeschrieben, weil ich dachte, er reicht nicht. Aber ich habe den auch. Also der hat vorne so die 19er und dann auch 20er Jahresübersicht. Und 2019 stehen da wirklich lustige Sachen drin. Da steht nur sowas drin wie Kieselbronn oder Leipzig oder Hohenlohe, Aschaffenburg. Weiß auch nicht, was das ist. Da stehen die Stricktreffen drin, da stehen unsere Urlaube drin. Also es ist im Grunde so unser Jahresplaner. Und dann gibt es, so sieht mein erstes Quartal aus, da stehen die Projekte mit Kürzel drin, die ich an den Tagen gestrickt habe. Und es wäre so schön gewesen, ich jetzt durchgehalten. Ich habe da wirklich alles reingeschrieben, was so war, stricktechnisch. Ich habe auch hier meine von den Videos, was ich euch so erzählt habe. Nonna haben wir da gestrickt. Also, da steht zum Beispiel hier, am 6. Februar nichts gestrickt. Ich glaube, das war der letzte Tag, an dem ich nichts mehr gestrickt habe seither. Da steht, was ich angeschlagen habe. Da steht, was ich gemacht habe. Da steht, dass ich beim Landluschpulli den zweiten Ärmel fertig gestrickt habe. Also ich habe da wirklich ganz viele Dinge reingeschrieben. Was ich nicht gut gemacht habe, also ich habe mir hier geschrieben, was ich für UFOs noch hatte aus 18. Ich habe die 6 in 2019 hier oben stehen. Und habe dann hier die Übersicht nicht gut geführt, weil ich dachte habe, das reicht mir nicht, 22 Projekte. Wie dumm. Und irgendwann habe ich dann mal angefangen, hier was reinzuschreiben. Und das würde ich jetzt einfach besser machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich brauche da immer so ein bisschen Zeit, mich einzugrufen. Was ich aber hinter habe, ich habe zum Beispiel geschrieben, German seine Socken, wie groß und wie viel rein und wie und was, Andrea seine Socken. Ich habe eine Übersicht, na, über die Nonna, in welchen Teilen mir die gestrickt haben. Ich habe eine Übersicht über die Socken, die ich in 2019 gestrickt habe. Für wen und was. Ich habe die Anleitung für die Fischermütze in mir reingeschrieben, weil ich die mehrmals gestrickt habe. Ich habe meine Spinnmeter drin. Also so Sachen habe ich mir einfach reingeschrieben. Ich habe mir dieses Jahr dann hier noch so mit Tesa und den, da gab es so Bäpperle, Kleber. Also die benutze ich jetzt nicht so mega. Wie ihr seht, da fehlen genau vier und die sind die hier. Das habe ich, glaube ich, in 2019 mit dabei gehabt und die reichen mir Jahre, weil brauche ich nicht so viel. Aber da habe ich mir so Register hingemacht, zeitlich. Wo dann einfach zu den Projekten, also der gelbe führt zu den Projekten, der rote führt zu den Socken. Der grüne führt zum Strick 6 in 2020. Der blaue führt zum Spinnrad. Also was habe ich gesponnen? Ich glaube, ich würde mir für nächstes Jahr sicher auch noch einen machen. Wolle rein, Wolle raus. Also was ich einkaufe oder tausche oder geschenkt kriege. Genau. Und ich habe jetzt in diesem Jahr
Ich habe mich jetzt noch nicht getraut, den 21er Kalender anzumalen. Manchmal bin ich ein bisschen, da bin ich ein bisschen schräg, weil der ist ja noch so neu und so frisch geschlüpft und so. Aber ich habe hier im schon mal angemalt, wo man Urlaub hat und wo zum Beispiel das Wohlnachtswochenende ist. Und weil wir auch unseren Urlaub schon geplant haben. Also wir wissen, wann wir selber in Urlaub fahren und ja. Ich nehme den jetzt gerade auch so, nicht nur als Strickkalender, sondern als mein Kalender. Weil ich keinen größeren Kalender auch brauche. Und schreibt da auch Termine rein, die ich habe. Die jetzt gerade drin stehen, sind nicht so lustig, aber ja. Ja, beim Wellness-Wochenende, da steht nur was Wichtiges. Genau, und was auch toll ist, man hat jetzt wieder so fürs vierte Quartal so einen Überblick. Da muss ich jetzt nur schreiben. Wir haben ja heute erst das 6. Oktober. Und da möchte ich auch wieder so ein bisschen führen, was stricke ich welchen Tag. Weil jetzt, glaube ich, doch Dinge fertig werden. Und auch um selber nochmal einen Überblick zu haben, wo fange ich denn was Neues an oder was ist denn gerade? Also, man kann hier dann gut hier vorne seine ganze offene Projekte hinschreiben. Ich mache dann immer ein Kürzel. Und diesen Kürzel schreibe ich dann an den Tagen rein, wenn ich das gestrickt habe. Und hier hat man die Wochen. Und da, 2019 habe ich das toll gemacht. Muss ich mich mal selber loben. Ja. Also das war zum Beispiel die Nonna, welcher Wochenabschnitt. Aber da habe ich zum Beispiel den Beginn und das Ende. Was war das? Das war irgendwie Absturz. Ah, da habe ich Socken gestrickt. Aber hier zum Beispiel auch, ne? Sockengärmann, Beginn, Ende, Beginn. Oder Like a Cloud. Das sieht man genau. Und zwar, ich habe die in 9 Wochen habe ich die Like a Cloud gestrickt. Und das ist, glaube ich, auch was Tolles, wenn man das wirklich mal führt, wenn man dann sieht, in welcher Zeit stricke ich was. Weil ich glaube, mir alle Nadeln unglaublich viel. Und wissen es nachher gar nicht mehr und schätzt uns das selber nicht mehr. Und ich glaube, dass dieser Kalender wirklich auch eine Wertschätzung für uns selber sein kann. Dass wir uns mal vor Augen führen können am Ende des Jahres, boah, was haben wir denn alles geschafft? Und das ist doch immer mehr, wie man denkt. Also egal wo. Egal ob beim Stricken oder beim. Man sollte sich mal aufschreiben, wie oft man. Man sollte mal ein T-Shirt markieren. Und sollte mal immer ja aufschreiben, wie oft man das gewaschen und bügelt hat. Dann wird man sich mal vor Augen führen, was man eigentlich alles leistet. Ja, aber. Die Hülle habe ich natürlich jetzt auch schon für dieses Jahr, die haben wir heute mit dabei. Die Wolle, puh. Also ich würde fast behaupten, die ist von Schöller und Stahl. Ich habe da draus meinen Pulli gemacht. So sieht die noch aus. Ich habe die gewickelt. Ich habe da nochmal, glaube ich, 1,5 Knäuel oder so. Die habe ich auch noch gehabt in grau-rosa und grau-blau. Und was habe ich da draus gemacht? Da habe ich mal was gestrickt, ich weiß nicht mehr was. Das ist eine Schurwolle. Ganz, ganz tolle, weiche Wolle. Und ich habe die bewusst mit Dreiernadel gestrickt. Die hat eigentlich, ich glaube, so eine Lauflänge von 300 auf 100 und man hätte die gut mit 3,5 stricken können. Ich habe die mit Dreier gestrickt, damit es einfach auch fest ist, weil ich das wirklich auch fest wollte. Man hat es dann doch immer in die Hände und so ist der Kalender geschützt und man kann das Ding halt in die Wäschmaschine schmeißen. Wenn es mal uselig ist. Und wie gesagt, die war da halt mit drin, weil im Krankenhaus man ja dann immer nicht so viel auspackt. Das ist ja alles nur ein bisschen komisch. Genau, da erzähle ich euch nachher noch was dazu. So. Dann machen wir mal hier weiter. Ach so, nee, wir machen mal kurz hier weiter, weil das ist relativ schnell erzählt. Das hat zwar lang gebraucht, aber schnell erzählt. Nämlich noch was Fertiges, in Anführungszeichen fertig. Das war mal ein Kammzug. Den habt ihr immer gesehen. Ich habe den letztes Jahr immer über meinem Sessel hängen gehabt. Dann habe ich ihn, glaube ich, auch mal um den Hals gehängt. Den habe ich mir letztes Jahr gekauft in Hohenlohe bei Steffi von Steffis Wolle.
aus Österreich. Und zwar war ich ja auch Aussteller und war dann auch schon mit den Aussteller freitags schon drin. Und als die Steffi ihre Stränge aufgebaut hat, habe ich gesagt, den brauchst du nicht aufhängen, meiner. Und nachdem ich den Regenbogenstrang von der Steffi gesponnen hatte, habe ich mir gedacht, okay, das wird so mein Gespinsel für das Hauptgespinsel für die Tour de Vlies, weil ich wusste, dass ich so ungefähr plus minus 40 Stunden. Und jetzt ist hier was passiert, was irgendwie irre ist. Ich zeige euch den mal. Wollen wir den mal scharf machen? Es ist komplett irre, weil das sind 460 Meter auf 100 Gramm. Und dieser Strang hat 200 Gramm. Also es sind 900 Meter. 920 Meter. Also es ist dünner wie Sockenwolle. Also wirklich krass. Hat mir unglaublich Spaß gemacht zum Spinnen. Zum Verzwirnen jetzt nicht so, aber da hat mir mein lieber Jürgen was gebaut. Mein lieber Jürgen hat mir eine Lazy Kate gebaut, die breiter ist, damit meine Spule vom Woolly Winder drauf passt, weil die sind so viel breiter wie die Ashford normale Spule. Und die passt jetzt da drauf, die hat er aber erst gebaut, wo das fertig war, weil ich habe unten am Spinnrad eine Lazy Kate, da steht die Rolle, aber da ist die Rolle so und dann ist das Musti praktisch einmal ums Eck. Und bei so dünnem Garn kann es dann einfach auch reißen und das ist wirklich, und die Lazy Kate, da läuft es runter wie. Und ich freue mich schon, wenn ich das nächste verzwirn. Hab das nach Wachau verzwirnt mit lauter kleinen Knödle. Hat lauter Dachs, hat lauter kleine Knödle drin. Wo sind sie? Such sie. So. Hier ist eins. Hier ist so ein Navajo. Ich muss dazu sagen, das ist noch nicht gewaschen. Da legt sich das ja nochmal irgendwie. Ich bin ein bisschen am Überlegen, was es wird. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, was es wird. Es könnte zum Beispiel ein Beatrice-Tuch werden. Es könnte auch ein mega großes Crisscross werden. Es könnte aber eventuell auch in einen Pulli, in ein Colorwork rein. Ich habe noch keine Ahnung. Ja. Ich zeige euch jetzt nochmal den Unterschied, dass man es nochmal sieht. Es ist nicht von der Farbe. Also das ist viel, das ist ein bisschen dickere Stelle. Das ist jetzt Fingering und das ist dünner als Fingering. Light Fingering oder so. Ja. Ich weiß noch nicht, was es wird. Aber ich freue mich, dass mir das inzwischen so gut gelingt. Das wirklich so dünn zu spinnen, das macht auch Spaß und das ist natürlich auch dem Woolly-Winder geschuldet. Also das muss man ganz klar sagen, weil mit dem Woolly-Winder, ich muss nie mehr einen Haken umsetzen oder so. Mit dem Woolly-Winder läuft es hin und her und ich spinne so vor mich hin und das, ja, das ist halt. Natürlich könnte man jetzt sagen, für das, dass du nur dreimal im Jahr 200 Gramm spinnst, brauchst du keinen Woolly-Winder. Ja. Aber vielleicht würde ich nur einmal 100 Gramm spinnen, wenn ich den Woolly Winder nicht hätte. Und es ist hochwertig, klar, es kostet da sein Geld, aber es bringt so viel mehr Spaß noch dazu. Ich habe noch nichts Neues angesponnen, aber wird kommen. Bin mir sicher. Wenn ich den Druck weg habe von dem, was jetzt fertig werden soll. So. Genieße den Moment. So, jetzt rutscht da was ins Bild. Und ich soll euch jetzt mal liebe Grüße sagen von allen, die beim Wellness-Wochenende waren. Das ist nicht so weiß und das ist nicht so knallrot. Das ist dunkleres Rot.
So, jetzt setze ich diese Tulla hier mal neben mich aufs Sofa. So. Wie man sieht, sieht man, dass man Brustring sieht. Und habe ich einen Käse erzählt letztes Mal? Habe ich euch erzählt, dass ich jetzt den Ärmel von oben stricke will, damit ich genau weiß, wo der rote Streifen am Ärmel ist? Ist der rote Streifen ein Ärmelring oder ein Brustring? Entschuldigung. Also wirklich. Hat mich dann auch jemand gleich darauf aufmerksam gemacht und ich dachte, oh. Also, was stand in meinem Kalender am Wellness-Wochenende? Keller fällt hier rein. Oh Hund, ich mach sie gleich weg. Oh, jeder arme Hund. Und zwar, die Kellerfalte ist drin. Man denke sich den Haken weg. Die Kellerfalte ist drin. Und ich finde, wie man es jetzt hier aussieht, ist es so toll geworden, dass hier oben nichts hin muss. Ich habe sie innen noch nicht festgenäht. Das kommt noch. Ich habe es nur mal hier mit Haken seitlich ungefähr festgemacht. Aber wenn die dann aufgeht, wird es so aussehen. Aber wie gesagt, das ist nur, ja, das ist noch nicht wirklich festgenäht. Aber da oben ist sie drin und das war erarbeitet. Und jetzt ist der Ärmel am Anfang drin. Und ich muss sagen, ich finde es mega gelungen. Ich habe den Ärmel hier begonnen und hier runter gestrickt. Wie ich das gemacht habe, da möchte ich euch ein Tutorial dazu machen, das ich auch auf meinem Kanal dann veröffentliche. Ganz speziell zum Ärmel einstricken, kraus rechts und natürlich offen. Ja? Weil es für mich für so eine Trachtejacke null passt, dass der jetzt rund gestrickt wird. Zudem ist es so, wenn ich bei kraus rechts rund stricke, ich habe immer den Versatz, wo ich von rechts auf links, weil ich müsste ja, wenn ich den rund stricke, eine Reihe rechts, eine Reihe links stricke. Und da gibt es dann immer diesen Übergang. Und wenn ich den Versatz doch eh habe, dann kann ich da aber Naht machen. Und wenn ich den nachher zusammenfüge, die Teile, dann mache ich euch auch noch ein Tutorial, wie ich Teile zusammenfüge bei so einem einzelgestrickten Cardigan oder überhaupt. Es lässt sich hier einfach ganz arg toll zeigen. Warum es mir wichtig war, diesen Ärmel so rum reinzufügen, wenn ich diese beiden Teile nachher zusammen mache, dann bleibt mir hier eine relativ breite Naht. Das ist einfach so. Das stört mich überhaupt am Körper null. Am Ärmelinnen hätte mich das aber gestört. Und mein Ärmelinnen, kann ich euch das gut zeigen? Das ist alles, was ist. Ne? Also, wie sieht man das? Seht ihr das? Das ist keine breite Naht, gar nichts, sondern das ist im Grund ist das nur diese Reihe, die ihr hier seht, ist die Kante hier. Weil ich einfach hier durch diese Randmaschen Maschen aufgenommen habe. Ja, soweit ist der Kerl. Der Kerl von der Kittel. Der kriegt ja hier vorne dann auch nochmal einen Rand. Also hier vorne. Der kriegt hier noch einen Rand, da kommt noch ein Krägele hin. Hinten am Rücken hat der unten seine rote Kante schon. Vorne wird die noch angestrickt und vorne rauf auch und hier oben. Das wird, glaube ich, das Letzte sein, was man da noch macht. Jetzt bin ich beim Ärmel an der breitesten Stelle. Jetzt folge die Abnahme und der Ärmel dann runter. Der eine Vorteil ist das Einsetzen von dem Arm, dass die Naht zu dünn ist. Das andere ist, ich kann natürlich den anziehen im Ganzen und kann dann gucken, wie lange brauche ich den Ärmel noch. Auch ein Vorteil. Und am zweiten Ärmel habe ich noch nichts. Aber warum? Weil ich jetzt den noch nicht gemacht habe, da nehme ich euch mit. Das war mein Samstagabendsgeschäft und ich bin um 1:45 ins Bett nachts, nachdem der Ärmel so drin war. Es ist ein bisschen tricky, wenn man die Logik mal verstanden hat. Jetzt rattert es wieder, Vorsicht. So,
Wenn man die Logik mal verstanden hat, weil ich muss mir erstmal im Kopf erklären oder mir mal klar werde, wo muss ich anfangen? Wie viele Maschen muss ich zunehmen? Wie oft? Also alle zweite Reihe, alle vierte. Und das ergibt sich aber dann, wenn man die Ärmelanleitung anguckt. Der Ärmel ist natürlich in der Beschreibung von unten nach oben gestrickt. Aber die Armkugel ist beschrieben und ich stricke praktisch nur die Armkugel rückwärts und das aber gleich rein. Ich habe da Zeichnungen dazu gemacht, die zeige ich euch auch. Also das seht ihr dann in diesem extra Tutorial, das ich jetzt nicht hier einfüge, sondern bewusst extra lasse. Ja, und jetzt bin ich an der breitesten Stelle. Jetzt geht es darum, die Schrägung zu machen, Ebbe. Ja. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich finde es sehr gelungen. Hat mir viel Spaß gemacht, war aber auch wirklich eine Konzentrationsgeschichte. Weil ich ja dann immer nur mit so ein paar Häkle schaffe. Ich bin ja nicht der Maschenmarkierer-Typ, aber das muss jeder so für sich dann, wie er es gern macht, finde. Ich kann euch da nur an die Hand geben, wie es gehen kann und wie es jetzt eben bei Kraus rechts auch ganz gut geht. Das lässt sich analog auf glatt rechts natürlich umwandeln, aber vielleicht, wenn ich der nächste glatt rechts Ärmel einsetze, mache ich dann mal eins nur für glatt rechts. Da ist es wesentlich einfacher, weil ich stricke rechts hin und links zurück. Ja. Nein, ich bin kein Bayern-Fan wurde, aber das sind alles Nationalspieler. Und ich Erinnerung an den Tag, als ich mit dem Laurenz in München im Olympiastadion war zum Spiel, wo ich die Karten von einer lieben Person zur Verfügung gestellt bekommen habe, weil es waren Dauerkarten, die gibt man dann wieder zurück. Genau, ich durfte die für das eine Spiel mit dem Laurenz nutzen. Ja. Jetzt liegt sie hier. Ganz zusammengekugelt. Und ich muss schon wieder stören. Und zwar, jetzt wollte ich das eigentlich nur auf zwei Nadeln machen, jetzt habe ich aber nicht gemacht. Schade. Schade, schade. Und zwar ist die Karin schuld. Die Karin. Die Karin strickt den... Ich stricke jetzt mal ein paar Maschen zurück, dass ich bei der Hälfte bin, dann kann ich es euch besser zeigen. Die Karin strickt den All of the Lights mit. Und warum zeige ich euch meinen All of the Lights nicht? Weil er ruht. Das sollte jetzt mal was vorwärts gehen. Ja. Das ist so ein bisschen das Problem gerade, dass da was vorwärts gehen sollte, aber was anderes dazwischen grätscht und ja. Aber ich glaube, das wird sich beruhigen in nächster Zeit, weil es beruhigt sich manches in nächster Zeit. So. Die Karin schrieb mich an und hat gesagt, du, könntest du mal gucken, bei mir stimmt da was nicht. Wie? Wo? Ja, ich habe dann Pulli angefangen und ich komme da mit den Rechnungen nicht klar. Okay. Was hat sie angefangen? Mal gucken, was ich euch zeigen kann da dabei. Hab übrigens was Neues gefunden und zwar, es gibt diese, diese Mappen, die ich so gern habe mit Spiralbindung. Und das ist natürlich genial, weil da lässt sich es gut aufklappen. Ja, das hat sie gefunden. Einen Raglano. Und zwar auch Nicolo. Es ist so, dass man bei dem Raglano stricken kann, mit was man möchte. Also das kann man ja meistens, aber nein. Beim Raglano bzw. bei den Anleitungen für Oberteile von der Nicola Susan ist es so, dass man da wird keine Maschenprobe vorausgesetzt, nach der alles berechnet ist, sondern man kann mit jeder Wolle stricken, die man gern strickt. Man muss eine Maschenprobe machen und braucht dann die Maschenzahl auf 10 cm. Und dann muss man so ein paar Dinge rechnen. Und da habe ich der Karin weitergeholfen und hatte im Hinterkopf, dass ich noch Wolle im Schrank habe.
fast so ein bisschen First in, First out. Und zwar hat mir die mal jemand gefärbt. 650 Gramm am Stück. Die Farben sind nicht so geworden, wie ich das gern gehabt hätte. Erstens. Zweitens habe ich angefangen damit zu stricken und habe blaue Hände gehabt, die waren nicht gescheit ausgewaschen. Es war eine große, große Katastrophe. Ich habe die dann schon mal nochmal von Hand ausgewaschen und es war, ja. Und jetzt bin ich her und habe diese Schränge in Säcklein und habe sie in die Waschmaschine gestopft, im Wollwaschgang, also gestopft, im Wollwaschgang gewaschen. Und ich weiß, dass die Base eine High Twist von Zitron ist. Und ich weiß, mit der kann man das machen. 30 Grad Wollwaschgang, gar kein Problem. Habe ich gemacht und man hat einen deutlichen Unterschied gesehen, dass einfach diese Farbe nochmal, die überschüssige nochmal raus ist. Nichtsdestotrotz war die Farbe nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Das kann halt passieren. Und ich habe überlegt gehabt, ob ich diesen Flex Light damit stricke. Ein Grund, einfach ein Pullover, den man dumm runterstricken kann. Aber beim Flex Light gefällt mir nicht, dass der ja vorne und hinten gleich hoch ist und das gefällt mir gar nicht. Jetzt schickt mir die Karin den Link zu der Anleitung und sagt, oh, da muss man was rechnen, könntest du mir helfen. Raglano. Und ihr seht, der hat einfach vorne so wie so einen runden Ausschnitt. Und dann dachte ich mir, oh Mann. Das ist genauso, das ist so eine Anleitung, die ich gesucht habe, so einfach. Einfach nur einfach, ja? Dass es nachher vielleicht auch passt und mit dieser Wolle, die für sich selber spricht, eigentlich. Und ich habe angefangen. Ich habe ein bisschen angefangen. Die Wolle kommt bei euch jetzt blauer rüber, wie sie in Wirklichkeit ist. Leider ist die sehr türkisig, aber gut, ich habe dann mal angefangen. Warum ist jetzt mein Akku bei 15%? Ich dachte, das ist eingesteckt. Ah, so, jetzt. Nicht, dass ich plötzlich weg bin vom Fenster. Das will ja wieder keiner. Ja, ich habe angefangen und ich finde, es hat sich so ganz gut gewildert. Zeige es euch mal noch von hinten. Also das hat mir so weit vom Wildern her ganz gut gefallen. Dann nimmt man unter den Armen, also man hat dann immer so eine Zahl Y, die ganz wichtig ist, weil an dieser Zahl Y orientiert sich alles. Und diese Zahl Y-Maschen hätte ich auch unterm Arm aufgenommen. Und dann fing das an, völlig wild zu drehen, da war gar nichts mehr. Und das fand ich ganz blöd. Dann habe ich so ein Stückchen gestrickt gehabt und habe es wieder aufgemacht und habe mich entschieden, dass ich unterm Arm nur weniger Maschen zunehme. Also ich habe jetzt 15, das reicht mir. Ich wollte jetzt auch nicht solche Pumpärmel, also das reicht. Ich habe großzügig berechnet, es soll so ein Pulli sein, den man so fürs Geschäft einfach drüber schmeißt und fertig. Genau, und dann habe ich nach dem Arm, dann habe ich da nochmal angefangen und habe da jetzt weiter gestrickt und jetzt sieht es so aus. Und ich finde ihn mega. Also wie gesagt, die Farben sind, stellt euch einfach dreckiger vor. So vom Waschen, also dreckiger. Nicht so knallig wie in der Kamera. Aber von dem, wie es wildert, finde ich es halt jetzt echt mega. Jetzt habe ich da so Pfeil drin. Und das liegt einfach daran. Also ich habe ja selber so einen elektrischen Wollwickler. Und wenn ich einen Strang wickel, meiner hat so lange Zapfe, wo man es drauf wickelt. Aber wenn ich die Hand gleich halte, dann wickele ich sie alles aufeinander. Das heißt, die Umdrehungen werden länger. Und dadurch, beim Färben sind natürlich auch manche Umdrehung ist dann halt länger, wie das, was es vorher war. Und dann variiert es. Und dann muss man beim Stricken einfach gucken, dass man mal fester, mal lockerer strickt, dass man ungefähr wieder hinkommt. Und das ist das, was Spaß macht, weil dadurch habe ich in jeder Reihe was zu tun. Ich stricke zwar nur rechte Masche, aber ich muss immer gucken, dass es so einigermaßen passt. Und das macht Spaß. Und ja, also bis zum Bauchnabel ist er schon. Der hat jetzt unterm Arm, habe ich da ein Maßband. Der hat jetzt unterm Arm schon lustige 22 cm.
jetzt ist mein Problem, und das haben wir ja schon mal erörtert hier, und das erfahre ich gerade auch wieder, das zeige ich euch beim nächsten Strickstück. Mein Problem ist, dass ich einen relativ langen Oberkörper habe. Also ich habe, es gibt Menschen, die unglaublich lange Beine, das habe ich jetzt nicht. Bei mir sind so die Proportionen so, wie sie, ja. Und es gibt Menschen mit relativ kurzem Oberkörper und total lange Beine, die haben den Vorteil, wenn sie sowas stricken, dass sie schneller fertig sind, weil sie nicht so weit runter müssen. Also mir, der muss bei mir jetzt nochmal so lang werden. Also der braucht hier, das seht ihr, mindestens nochmal so lang, dass der bei mir dann nachher gut sitzt, weil der soll ja auch nicht am Gürtel aufhören, sondern ein bisschen drüber fallen. Der passiert gerade so. Und der passiert gerade so, wenn ich wickel, kann ich das nämlich nicht mehr stricken, das geht. Wenn ich im Auto irgendwo mitfahre, das ist so dieses Projekt, was ich eigentlich bei Nacht und Nebel und dann, wenn mein Kopf Luft braucht, stricke ich dieses Projekt. Ich glaube, dass der relativ schnell fertig ist. Also wie gesagt, 650 Gramm und hat eine Laufhänge von 400 Meter. Also die Wolle reicht lockerst. Kriegt auch lange Ärmel natürlich und die werde ich ein bisschen abwandeln, weil ich mag gerne ein Bündel haben, was man hochschobbert. Also ich sitze jetzt auch schon wieder so da. Ich mag aber keine Dreiviertelärmel. Da finde ich, da fehlt was. Das muss irgendwie so bei mir sein. Ich weiß auch nicht. Genau. Und dieser Raglano wohnt in einer Projekttasche, die mir auch zufällig beim Wellness-Wochenende passiert ist. Und wenn ihr es genau seht, ihr seht, wo ich die hergekriegt habe. Die schließe ich. Ist mir fast zu groß. Ich weiß gar nicht. Die Susan, die verführt mich hier zur Sache. Da passen riesengroße Projekte rein, wie ich, glaube ich, gerne haben und zeigen kann. Ja, das ist dieser tolle Schweizer Stoff. Unglaublich schön und halt, ja. Also immer, wenn ich die natürlich angucke, dann denke ich an die Susan. Das ist so wie meine erste Projekttasche von der Ellie. Man hat einfach eine Verbindung damit, dieser Projekttasche. Genau. Ja. Dann wohnt in dieser Projekttasche, die ich noch von der Reni gekriegt habe. Ich muss gerade den Faden ziehen. Und da liegt jetzt wirklich. Oh, Entschuldigung, dass ich störe, Frau Lilly. Die liegt auf der Wolle, die liegt jetzt auf dieser Projekttasche drauf. Die liegt da mittendrin, dieses Tier. So. Und zwar stricken wir die. Annette ist schuld. Annette ist schuld. Soll ich mein Video eigentlich nennen, Annette ist schuld? Wäre noch was. Ich stricke nur rechts und Annette ist schuld. Und zwar Where with All West by Cat Body. Die Annette hat mir im September irgendwann mal ein Bild, ein Foto geschickt. Es war dieses hier. Dieses Foto in bunt. Ich blende euch das mal da ein, weil da hat Cat Body diese Jacke an. Und dann schrieb sie hin, wie findest du die? Dann habe ich gedacht, typische Monika-Wäsche, war Wülschen. Aber keine typische Annette-Wäsche. Von daher habe ich jetzt nicht geahnt, was sie vorhat. Und dann sagt sie, soll man die nicht zusammen stricken? Dann sage ich, wie kommst du denn da drauf? Und dann sagt sie, Cat Body liegt im Sterben. Also die Cat Body, eine super tolle Designerin, da müsst ihr mal gucken auf Ravelry. Tolle Designs. Hatte eine Krebserkrankung, hat die öffentlich gemacht und Cat Body ist jetzt Ende September gestorben. Also am 1. Oktober haben wir mit dem Karl begonnen und sie ist kurz davor ist sie gestorben. Und so strickt man die einfach in Memoriam. Was das Geniale ist bei dieser Anleitung, ich kann die euch jetzt nicht zeigen. Was zeige ich euch denn jetzt? Also ich kann einmal so ein bisschen was zeigen und da seht ihr, da muss man Zahlen eintragen und so. Also man rechnet in dieser Anleitung sehr viel. Und zwar nicht dumm im Kreis, sondern, ja genau, das kann ich euch zeigen, weil ich das lustig finde. Man macht zum Beispiel so ein Band.
Mach das mal, weil das ist lustig. Dachte ich, ja, wieso denn das? Man macht dieses Band und das passt dann hier ungefähr rum. Und dann zeichnet man sich an oder lässt sich anzeichnen, wenn man die Arme runterhält, wo die sind. Und logischerweise, also jetzt zum Beispiel bei mir, die halt jetzt ein bisschen größerer Aufbau hat, wie Vorbau hat wie andere, ist natürlich hinten schmäler wie vorne. Und genau das sind so Kleinigkeiten, auf die es ankommt. Logisch, weil wenn sowas doch jedem passen soll, wie soll denn das gehen? Weil bei mir ist jetzt halt, also wenn ich so einen rundpassen Pulli stricke, dann ist der vorne kürzer wie hinter. Warum? Weil vorne, so. Und das beachtet aber diese Jacke mit. Das heißt, man baut sich die selber zusammen. Die Technik ist klar, die ist kraus rechts. Und dann muss man einfach aufgrund von seinen persönlichen Maße, die man sich gut einträgt, und dann muss man zum Beispiel rechnen, die Armöffnung hier. Also man muss den Armumfang ausrechnen und dann hat sie, dann multipliziert man diesen Umfang mit zwei verschiedenen Zahlen und das ist dann das, was es unten ist. Also die Maschenzahl, die unten ist oder Zentimeterzahl und die Zentimeterzahl, die oben ist. Schlau. Also da gibt es ein Verhältnis von Maschen für die Ärmel oberum und unterum. Ja, aber dieses Verhältnis kann ich doch bei Gott für jeden anderen Pulli nehmen. Also gerade für so einen Rundpassenpulli, wo man immer nicht weiß, wie viel nehme ich jetzt unterm Arm auf. Es erscheint mir viel zu wenig wie um und um. Aha. Ich kann genauso diese Erkenntnis, wie viel ich hinten länger bin wie vorne, nehme von Rundpassepulli, dass ich die Rundpasse dann halt bei der Ärmelabtrennung nicht gleich abtrenne, sondern etwas versetzt, weil ich ja von der Körperform das anders brauche. Schlau. Also man kann aus dieser Anleitung unglaublich viel lernen. Und so rechnet man sich halt aus, was man wie und wann braucht und weiß dann, man fängt praktisch an der, hier vorne fängt man an zum Stricken, wobei sich's vorne etwas überlappt, ja? Aber hier fängt man dann an zu stricken in die Richtung. So. Und dann weiß ich, wie lange ich stricken muss, bis ich hier beim Arm bin. Ja, und ich habe euch das ja schon mal gezeigt, dass ich das aus. Dürfte ich mal geschwind bei Ihnen unterm Bauch den Bobbel rausfischen, Frau Lilliput? Der ist schon relativ geschrumpft. Und das hier ist schon der zweite. Das ist jetzt rötlicher, wie es wirklich ist. Das ist Rost, Drops Not. In Kombination mit diesem verunglückten Handgefärbten einer nicht-deutschen Firma. Und es sieht bei mir inzwischen so aus. Und ich finde das ziemlich interessant. Zum einen wirkt es natürlich längs gestreift, was schlimm macht. Und zum anderen finde ich toll, wie das in diesem Rost aufgeht. Weil dieses Garn hat durchaus, ihr seht hier, ne, da ist es genau dieses Rost. Und diese Stelle sieht man auch nicht mehr. Also die gehen dann einfach in dem Rost auf. So, und dann gibt es natürlich, man strickt das mit verkürzter Reihe. Ihr seht, hier ist eine Verkürzung und hier. Und auch das rechnet man sich aus, wo genau das dann sein muss. Und ich bin jetzt dann fast beim Arm. Fast, nicht ganz. Bisschen braucht es nur drei Rippen oder so, braucht es nur. Und dann kommt, dann strickt man, glaube ich, erst den Arm. Da muss ich dann weiterlesen, das weiß ich noch nicht. Ja, VfB-Jacke kraus rechts. Raglano rechts. Kraus rechts. Geht unglaublich schnell. Aber auch da ist es jetzt so, kann ich euch mal so verraten, ich stricke das mit 4,5. Andere Leute stricken es mit 5 und haben 72 Masche. Ich stricke es mit 4,5 und habe 122 Masche. 50 Maschen mehr. Ist halt so. Und es ist nicht, also es ist, das geht mir gerade bis über die Beine, nicht so kurz, also nicht so lang, es gibt kein Kleid. Ja.
Bisschen Meckern, ein bisschen Mimimi, immer so viel stricken. Ja. Ich habe gestern Abend so bei mir gedacht, die wird wirklich total warm. Also da glaube ich, dass ich jetzt im Geschäft auch ein T-Shirt anziehen kann, jetzt über die Wintermonate ein T-Shirt an und dieses drüber und ich bin einfach auf Grube. Weil wie gesagt, in die Arme friert es mich nicht so, aber ich brauche halt ein Leib warm. Und das ist toll. Ja, das geht eigentlich ratzfatz, weil es wirklich nur kraus rechts ist. Man muss ein bisschen aufpassen, weil es zwei Fäden sind bei mir, aber ja. Ich könnte mir gut vorstellen, sowas auch mit dünnerer Wolle für früher oder ja, auch für Sommer zu stricke. Ja, jetzt machen wir mal eins fertig. Das macht sehr viel Spaß. Wie gesagt, im ersten habe ich es angestrickt und dann lag es jetzt auch mal 2, 3 Tage rum. Jetzt habe ich mal wieder so ein bisschen dran gestrickt. Aber das macht sehr viel Spaß. Jetzt, wie gesagt, komme ich an die Stelle von dem Arm, dann wird es wieder ein bisschen spannend und wieder lesen und so. Anleitung ist auf Englisch, ist aber zu verstehen. Also ich verstehe es, dann könnt ihr es auch verstehen. Und was ich nicht verstehe, das gebe ich in der Google-Übersetzer ein. Manchmal brauche ich das auch. Und dann ist noch was Furchtbares passiert. Diese Annette. Wobei man ja sagen muss, dass sie still und heimlich, also ihr seht, eine Projekttasche, die kommt auch aus der Schweiz. Die sieht ein bisschen weihnachtlich aus. Was da drin ist, hat mit Weihnachten eigentlich nichts zu tun. Und die ist auch so riesig und ich habe gedacht, die brauche ich ja nie, für was brauche ich so riesige Tasche und jetzt kriege ich sie hier nicht zu. Die hat übrigens die hat so einen groben Reißverschluss. Und das ist mega, liebe Susan, weil den finde ich noch genialer wie diese dünne. Also bei der wirklich, da klemmt auch keine Wolle ein. Was ist da drin in dieser Projekttasche? Da hat sich mal was verfärbt. Also nein, das war eigentlich so gedacht, dass für diese Leuchtturm im Nebelwolle sollte es eigentlich noch Uniwolle geben. Und wie ihr seht, sind die unterschiedlich lang, diese Stränge. Ja. Die sollten Uni werden und ich habe es dann geblickt und habe sie auch in die gleiche Farbe gefärbt. Also ist das eigentlich was, was weg kann. Wohin? Und dann habe ich da noch so unterschiedliche Wollen. Was ist passiert? Also. Die Annette von der Nerdnitz strickt eine Monsterdecke. Das wusste ich. Das ist ja nichts Neues. Die strickt sie ja schon ein paar Wochen. Und vom Prinzip her fand ich das auch eine total coole Idee, aber ich habe nicht viele Wollreste. Also jedenfalls nicht viele, dass es eine Monsterdecke geben wird. Ich habe schon ein paar, aber die wartet auf was anderes. Also gerade von meiner Sock Madness und die Socken, die ich das Jahr gestrickt habe, die habe ich alle gesammelt und die warten ja auf die Songsong Blanket. Und zu der gibt es dieses Jahr noch was. Da werde ich die Frau aus Albuquerque herausfordern und euch alle, die ihr eine Songsong angefangen habt und die da rumliegt. Ich weiß, sie liegt. Bei mir liegt sie auch. Bei mir liegt sie zwar im Sessel, immer schon drin, aber nicht fertig. Aber da wartet meine Reste drauf. Ich habe aber unglaublich viel, dachte ich mir, so viel, denke ich, ist es nicht. Also ich finde es nicht viel, aber ich habe Sockenwollknäuel. Und zwar ist es bei meinen Sockenwollknäueln wie bei den Hasen. Wenn man die so sich selber überlässt, dann vermehren die sich immer so. Und mein Problem war, ich habe da noch welche von meiner Mom gehabt. Und meine Mom ist 2008 im März gestorben. Also dann wisst ihr, wie lange die schon da sind. Die haben sich halt immer mehr vermehrt. Das ist, ja, die haben immer. Und dann hat man Opal-Abo und dann zieht man da mal wieder ein und ihr wisst doch, wie das ist bei der Sockenwolle. Ein Sockenwollknäuel geht immer, aber ich stricke ja schon viel Socke, letztes Jahr 50 Paar, dieses Jahr wäre das nicht ganz so viel, aber über 40 glaube auch. Und trotzdem strickt man sie nicht alle weg. Also mir wächst mehr Sockenwolle im Jahr zu, wie ich Socke stricke. Das heißt, ich fand dann die Idee echt lässig, mir aus Sockenwolle, die ich ja schon ewig habe, so eine Decke zu stricken.
Mein großes Problem war aber, die Annette wechselt ja den Knäuel, wenn sie keinen mehr hat. Also sprich, wenn der Rest fertig ist, dann wechselt sie den Knäuel. Also dann kommt was Neues. Aber wie soll ich das denn machen? Meine Knäuel haben ja 100 Gramm. Ich kann doch nicht mit 100 Gramm. Also, man kann sich echt damit Dinge beschäftigen. Aber das war für mich echt ein Problem. Das war ein Problem und mit dem bin ich 14 Tage bestimmt schon schwanger gegangen. Und dann ist eigentlich die Susanne schuld und nicht die Annette. Die Susanne. Diese Susanne aus Pfaffenhofen, Orientbayerin, guckt mal bei YouTube und Revelry. Die macht ja auch mehr wie verrückte Sache und die hat dann auch so ein Monster-Dicke angefangen. Jetzt muss ich geschwind auflegen. Jetzt hat der Herr Fumi angerufen. Und jetzt bin ich ein bisschen raus. Also, was war genau? Ich weiß nicht, ich war an der Stelle, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich dann mit ganze Knäuel und Farbe wechsle. Also, weil es ja auf der Welt keine anderen Probleme gibt. Aber ich bin halt auch ein bisschen, wie soll man sagen, egal, wie man sagt. Habe ich ein bisschen eine Störung oder bin ich gestört oder was habe ich? Ich weiß es nicht. Egal. Also, was habe ich jetzt gemacht? Ich bin mal an meinen Vorrat gegangen und habe dann mal geguckt. Zum einen habe ich mal, die habe ich sowieso alle opal auf einer Seite. Weil, das habe ich ja schon 100 Mal gesagt, dass die Opal-Sockenwolle so mega genial ist, dass ich die auf jeden Fall für Socken verwenden würde. Oder für Sternkissen, weil auch da ist die Dichte, also. Und dann habe ich mal rausgesucht und dann sind ganz lustige Sachen auftaucht. Wisst ihr noch, von was die sind? Und ich glaube, den habe ich seit 2006. Zur WM im eigenen Land gab es diese Bobbel als Nationalfarbe. Ist das Griechisch? Ich habe keine Ahnung, was es war. Ich weiß, ich hatte Deutschland-Bobbel auch. Ich habe Italien-Bobbel noch, so grün-weiß-rot. Da habe ich zum Teil grün rausgeschnitten und habe dann rot-weiße Socke für VfB gestrickt. Und habe das einfach mal so ein bisschen sortiert. Blau-grün ist das Thema. Und dann habe ich gedacht, gute Idee. Ich stricke eine Tagesdecke fürs Bett oben. Also, wir schlafen da in einem Bett. Das ist bei über 50-Jährigen nicht üblich, aber bei uns ist es so. Und wir schlafen allein. Nein, manchmal in unserem Bett. Wir haben kein Kind da dazwischen. Manchmal kommt Frau Hund, aber ja. Liegt dann in den Füßen oder im Rücken, das ist auch nicht schlecht, weil braucht man keine Wärmflasche. Ja, aber so, und dann dachte ich mir, ich stricke nicht so ein riesenbreites Ding, sondern im Jürgen blau-grüne und mir dann so, ich weiß auch nicht, orange-rot, ne? So. Dann sagt er zu mir, das geht ja gar nicht. Und dann denke ich mir, wie, das geht gar nicht. Und dann sagt er, da züchtet man Bettwanze. Ich so, wie Bettwanze? Ich habe keine. Die einzige Bettwanze, die bei mir im Bett liegt, die schnarcht nachts. Wie man züchtet Bettwanze. Dann erklärte er mir, dass Tagesdecken nicht gut sind, weil da würde die Wärme im Bett bleiben durch die Tagesdecke und, und. Hä? Ja, habe ich schon einmal gehört, aber also egal. Also keine Tagesdecke, aber hat er gesagt, oh, ihr kennt mir ja damit zu, der geht der Hände auf dem Sofa. Also kriegt er eine zum sich auf dem Sofa zudecke und ich nehme meine als Tagesdecke für mein Bett. Mal sehen, wo die dann landet. Ich habe angefangen und jetzt war ja die Frage noch zu klären, wie oft wechsle ich der Faden und wie mache ich es? Ich habe den Anfang nicht so gemacht wie Annette in ihrem Video. Ich habe einen Judy's Magic Cast On gemacht, weil dann habe ich hier gleich dreimal schon da auch und habe so meinen I-Cord gestrickt. Aber ich habe auch einen I-Cord rum. Und ich nehme auch nicht gleich nach dem I-Cord zu, sondern ich stricke dann immer noch zuerst eine Masche rechts und nehme dann zu. Einfach, weil ich das so will und kann. Und so weit bin ich. Jo, und jetzt, wann wechsle ich den Faden? Erinnert ihr euch an die große Decke von der Annette? Da hat sie immer pro Woche 7 plus 1 Quadrat gestrickt. Warum?
Man weiß nicht. 7 plus 1 gibt 8. Und dann dachte ich, ah, schlau. Ich wechsle immer eine Farbe nach 8 Reihenrippen. Das habe ich dann einmal so gemacht, bis irgendwie hier und also hier habe ich die erste gewechselt, hier die zweite und dann hätte ich die dritte wechseln müssen und habe ich gedacht, Eine Farbe läuft bei mir 100 Gramm durch. Und das ist im Moment, bleibt da mal essen, die hier. Weil ich finde die so schön blau und die hat mal Tupfe und mal ein bisschen, jo, die läuft durch. Im Moment hängt dran noch die. Und das ist Wollbud Fortuna. Und es gibt beim Wollbud auch Wolle, die dünner ist. Wo immer sie die produzieren lassen. Ich habe gehört, ich weiß nichts wie's, ich habe gehört, dass Opal für Butinette produziert. Würde erklären, warum Butinette Wolle ähnlich ist. Ihr wisst, was ich meine. Ich habe gehört. Die Information kommt aus Facebook. Habe gehört. Nichts gewiss, weiß man nicht. Also im Moment sind es die drei. Ich habe zum Beispiel gedacht, das wäre eine zum ganz durchlaufen. Oder auch die. Aber ja, dann sage die Mädels, oh, ist das schön. Ja, natürlich, aber die Decke soll ja nicht hässlich werden. Die war schon drin. Die war schon drin. Hier mit. War die schon drin? Nein, die war noch nicht drin. Kommt auch noch rein. Was habe ich denn da noch? Die habe ich noch. Die war ganz am Anfang mit drin. Die ist aus so einem Aldi-Päckle. Also Gründelwolle ist das. Was dann auch wieder ganz geschickt ist, das kommt jetzt demnächst wieder, weil da sind ja immer die Unique Neulaut drin, die für mich für Sock Madness dann wieder so geschickt sind. So. Grün-Schwarz, die habe ich ja mal gehabt in Rot und in was noch mit Lila und Grün und was weiß ich, da habe ich schon Socken gestrickt davon, die habe ich beim, was ist das für ein Hersteller? Hergestellt für Müller-Ulm. Aber von wem weiß man nicht. Also ist ein Müller-Ulm-Wolle. Drogeriemarkt Müller. Und die hier. Das ist so eine dunklere, die war glaube ich auch noch nicht drin. Genau. Ja, das sind jetzt einfach mal so blaue. Und immer wenn sowas dann weg ist, suche ich mir wieder einen neuen. Und ja, jetzt kam das nächste Problem. Und ja, ich bin ein bisschen bekloppt. Ich habe dann echt angefangen, ich habe angefangen, auf diese Wollknäuel Nummern zu schreiben. Also war als erster, als war das dritte drin. Völlig bescheuert. Aber wenn das außerhalb der Regelmäßigkeit ist, dann ist das für mich nicht einfach. Und das ist jetzt nicht zum Lachen, das ist so. Aber ich werde es hinkriegen. So, ich bin ganz froh, jetzt habe ich drei Knäuel drin. Und werde jetzt mal, ich habe jetzt drei Rippen, also dreieinhalb. Ich mache jetzt die Woche die drei Rippen noch fertig und mache dann nochmal acht. Und dann mache ich auch pro Woche acht Rippen, weil das ist was, was man dann, wie soll man sagen, packen kann. Im Moment zumindest auf jeden Fall. Genau, so sieht die bis jetzt aus. Dreifach Sockenwolle, ich stricke es mit. Ja, die sind wesentlich dünner wie die von Annette. Ich stricke es mit 6er. Aber, ich habe schon zu hören gekriegt, das sei ja dann ein Brett. Ich sag, nein. Ich mag das, wenn das so ein bisschen dichter ist. Mir gefällt das so. Und man sieht es. Also,
Ah, hier sind die Zunahme. Die sieht man halt jetzt. Bei der Annette ist es hier im iCord drin, da sieht man es nicht. Bei mir sieht man das. Und ich mache es dann auch so, dass ich die, wenn ich die mal zusammenstricke, wenn ich mal so weit bin, dass ich die Breite habe, auch die drittletzte und zweitletzte rechts zusammenstricke. Und dann noch eine rechts. Also, ich bin nicht nur ein Monster, ich habe auch ein Monster. So ist es. Und seit mein Mann gerade angerufen hat, weiß ich jetzt auch, dass unser Leben wieder in geregelten Bahnen laufen wird. War eine harte Zeit. Schichtdienst ist das eine. Aber wenn man dann gerade zum Bosse immer so Dienste kriegt, die man schlimm, echt. Und ja, aber es wird in geregelten Bahnen laufen. So ist es. Wenn es dann soweit ist, kann ich da vielleicht mal ein bisschen mehr dazu erzählen. Dann, ach so, das gehört auch noch dabei. Dann, seht ihr, ich habe meinen Christkost wieder an, ich brauche jetzt wieder Tücher und habe im Zuge dessen mal ausgemistet. Also mal geguckt. Was habe ich denn für viele Tücher? Ja, ich habe viele Tücher und welche ziehe ich gar nicht an. Und ich würde Tücher abgeben. Und zwar, ich zeige euch jetzt mal alle, die ich abgeben würde. Halt euch die mal in die Kamera. Zumal hier kann ich nur Geschichte erzählen. Das war mal ein Kumpel Karl. Das ist das Waiting for Rain. Das ist das Tuch, über das ich die Beate kennengelernt habe, letztendlich. Als sie bei mir die Wolle bestellt hat und nicht die Farbauswahl getroffen hat. Und ich dann in der Autowerkstatt ihres Mannes gelandet bin und Bertolt dann gesagt hat, was hat sie denn wieder bestellt? Und ich so, oh, ja. Waiting for Rain. Ziehe ich nicht an. Ich glaube, falsche Farbe gewählt, keine Ahnung. Hat mir super Spaß gemacht zum Stricken. Das Lace passt auch, also das stimmt auch. Die Elfi hat es ja dann gestrickt in Grün mit Neongrün. Genau, ein schönes Tuch. Waiting for Rain ist abzugeben. Wer ein Tuch möchte, der schreibt mir bitte an die E-Mail Momas Wollwelt, die unten steht. Schreibe ich einmal hin, wer ein Tuch möchte, Doppelpunkt, die E-Mail. Schreibt bitte in den Betreff, um welches Tuch es geht. Und schreibt eure Preisvorstellung. Also schreibt mir das, was ihr für das Tuch geben möchtet. Und ich glaube, wir kommen da zusammen. Schreibt mal, was es euch wert ist. Nein, Spaß. Aber ihr wisst, was ich meine. Dann ein kleineres. Das ist so ein Mustermix-Tuch. Das ist aus fünffacher Wolle. Das ist aber ein kleineres Tuch, also es ist kleiner, war sicher auch schneller fertig, so viel zum Thema Preisvorstellung. Dann gibt es ein Tuch, die Wicklung heißt Juniweizen. Das ist ein gehäkeltes Tuch mit so einer Rüschenkante und ja, der Weizen hat im Juni solche blaue Stängel. Guckt mal nächstes Jahr, es ist mal, guckt mal nächstes Jahr und ich glaube, hieß es jetzt Eriginea oder so? Eriginea, ein Häkeltuch. Schreibt einfach Juniweizen. Das Juniweizentuch. Ein Häkeltuch. Dann noch ein Häkeltuch. Da schreibt ihr Kaito dazu. Das Kaito-Häkeltuch. Ich schreibe unten in die Infobox auch nochmal die Namen dazu. Das Kaito-Tuch, auch gehäkelt. Ups. Dann, das ist die Jaga-Braut. Das ist so eine speziell in Anführungszeichen.
Von der Farbe her ist es also eine Wicklung, die speziell die Kante dann einfach, also diese Kante einfach betont. Die Jagerbrautwicklung. Upsa. Dann. Mein BH. Ihr könnt meine BH haben. Wer kennt's? Das ist der Belated Harvest. Das war auch mein Kumpel Karl. Belated Harvest. Das ist ja dieses Farbverlaufsgarn mit diesem, also mein Garn mit diesem Beilaufgarn mit dem Bunten. Genau, Belated Harvest. Nicht, weil ich ihn nicht schön finde, sondern weil ich einfach so viele Tücher habe. Ich habe zeitlang so viele Tücher gestrickt. Eigentlich viel, wie ich jetzt Socken stricke, oder sie ziehe ich an. Dann, das weiß ich gar nicht mehr, wie das heißt. Das war für die Nicole Forster mal ein Test. Das ist gehäkelt. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie der Bubbel heißt. Da sage ich mal, das ist Nicole Tuch. Mit unterschiedlichen Häkeltechniken. Ah, sieht man es da? Ja, das ist Nicole Tuch. Dann habe ich da aber ein kleineres. Das nennen wir mal das Waldtuch. Also durchgängig das Zickzackmuster. Von so Weinrot bis Grün, so Herbstlaub. Das nennen wir mal Herbstlaubtuch. Genau, das Herbstlaubtuch. Dann habe ich hier ein riesiges Tuch. Ich weiß aber nicht, wie das heißt. Und der Boppel, wie heißt denn der Boppel? Muss ich Luft holen. Also, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber ich weiß, wem ich den das letzte Mal gewickelt habe. Nämlich der Annette Sternenelfin. Habe ich das gewickelt und darum nennen wir das mal das Annette-Tuch. Ein schönes, großes Tuch, wo auch fünffach ist. Also sicher ein sehr kuscheliges Tuch. Dann habe ich einen Suburban Wrap. Ein Suburban Wrap. Genau. Wer den möchte, Suburban Wrap. Und das habe ich nicht selber gestrickt, das hat jemand für mich gestrickt. Aber es ist ein Fadenzunge. Nicht nur rein. Das hat jemand für mich gestrickt als Ausstellungsstück. Und das kann ich aber auch abgeben, und zwar ein Marvelous. Ihr wisst, Duck, Duck, Marvelous. Erinnerst du dich an was? Das ist ein Marvelous-Tuch. Das ist ein Tuch, das wirklich viele, viele Stunden Zeit braucht hat, und ich habe das, also das zahlt. Ein schönes Tuch, aber halt voll nicht meine Farbe. Und drum darf das jemand von euch haben. Ein Marvelous. So. Ja, und was gibt es sonst noch Neues? Das kriegt man bei uns im Krankenhaus, wenn man ins Krankenhaus muss zu einer Untersuchung, und ich habe jetzt da schon mehrere gesammelt gerade. Mein Knie zickt wieder ein bisschen. Wenn ich jetzt sage, mein Knie zickt ein bisschen, dann der andere sagt, oh, ich kann schon nicht mehr laufen. Also, mein Knie macht gerade wieder Probleme. Und ich war im Januar zum letzten Mal im MRT. War da immer alle Vierteljahr.
wie sich das bei so Tumorerkrankungen gehört und war jetzt aber durch Corona nicht und habe dann gedacht, oh, und war jetzt letzte Woche zur Untersuchung. Dann habe ich Ende letzter Woche einen Schnupfen gekriegt. Also ich war letzten Donnerstag letzten Dienstag zu untersuchen. Am Donnerstag hätte ich ins MRT müssen und ich habe einen Schnupfen gehabt. Und dann habe ich gedacht, also das mache ich jetzt nicht. Also mir ist einfach nass gelaufen. Das mache ich nicht, die Diskussion, und das braucht es einfach nicht. Und habe den Termin dann auf heute verlegt gekriegt und war jetzt heute Morgen zum MRT. Und muss nächste Woche wieder zur Besprechung und zum Gucken, wie man es weiter handhabt. Der Oberarzt in der Radiologie hat mir heute schon gesagt, es ist kein Tumor drin. Zwar Flüssigkeit im Knie und es ist sehr gereizt und so, und aber kein Tumor geschehen. Yeah. Das war die größte Sorge. Das ist es nicht. Man muss trotzdem gucken, wie und was. Es macht halt auch keinen Sinn, wenn man dann irgendwie 30 Mal am Tag 16 Stufen rauf und runter läuft. Das macht gar keinen Sinn mehr mit so einem Knie. Ja. Ansonsten ist das Leben ein ziemlich ruhiges bei uns. Man geht zur Arbeit. Also der Jürgen, ich bin gerade mit meinem Knie ein bisschen außer Gefecht, aber nicht lang. Und ansonsten leben wir, ich kann nicht sagen, wir leben zurückgezogen. Also so empfinde ich es nicht, sondern man entscheidet bewusst, wo wir hingehen. Mit wem wir uns treffen oder auch nicht oder auch wohin wir fahren. Weil ich es einfach auch so sehe, wenn die Zahlen steigen, betrifft mich das, auch wenn es mich nicht persönlich betrifft. Und wenn jetzt in Stuttgart sind wir bei 30, wenn es über 35 ist, dann ist auch Stadion zu. Das betrifft uns dann auch, obwohl es uns nicht persönlich betrifft. Das ist halt so. Und so sehe ich die Lage gerade, dass man einfach auch da ein bisschen langsam tun muss. Es stecken sich viele gerade bei Feierlichkeiten, Feiern an. Ja, es gab einen Stricktreff, aber es ist halt so. Wie auch beim Wellness-Wochenende, auch beim Stricktreff. Man begrüßt sich auf Entfernung und mehr fällt sich nicht um den Hals und macht hier nicht große Gedönse. Man sitzt viel draußen und wenn man im Raum sitzt, lüftet man oder wie auch immer. Und die Menschen, die zu mir kommen, genauso wie ich zu Menschen gehe, sehr in dem Bewusstsein, bin ich gesund oder nicht. Als ich Kind war, wenn ich verrotzt war, als Kind, hat man ja öfters mal, dann sind wir auch nicht im Kindergarten gewesen. Weil halt meine Mama daheim war. Aber dann war das klar, ein krankes Kind gehört nicht in den Kindergarten und auch nicht in die Schule. Die Zeiten sind heute andere. Also ich selber als Kita-Leitung, was habe ich Kinder gehabt, die wirklich, ich möchte es nicht genauer beschreiben, aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Ne? Ärmel voll von oben bis unten und überhaupt. Und die Mütter dann gesagt haben, wir können nicht daheim bleiben. Ja, aber ihr habt auch 20 Tage oder 10 oder wie viel von der Krankenkasse oder übertragbar. Das ist heute andere Zeit. Und ich glaube grundsätzlich, dass wenn man krank wird, also ich habe jetzt diesen Schnupfen gehabt, in 2 Tagen war der wieder weg. Ich habe einen Zug gekriegt, das weiß ich schon. Ich habe einen Zug gekriegt und ich bin ja da ein bisschen empfindlich und dann läuft mir halt gleich aus. Aber wenn ein Kind irgendwie fiebert oder krank ist, dann, wenn der Körper signalisiert, er braucht Ruhe, dann braucht er Ruhe. Und dann finde ich gut, dem auch die Ruhe zu gönnen. Ich glaube, dass mit Grippewellen oder sonst irgendwas auch anders im Griff hättet, wenn man sich dann zurücknimmt, wenn der Körper wirklich sagt, Pause. Ja, ich werde mich dieses Jahr zum allerersten Mal Grippeschutz impfen lassen. Ich habe es zweimal furchtbar gehabt. Zweimal, und ich finde, es reicht. Man muss nicht noch ein drittes Mal rumlamentieren, wie krank man war. Ich werde mir diese Impfung verpassen lassen. Es gibt ja Theorien, die sagen, also Hendrik Streeck sagt es, dass es gut sein kann, dass dadurch die Immunabwehr so gut ist, dass man auch besser gewappnet für Corona sei. Das andere ist, wenn man dann schon Grippe hat und dann noch Corona kriegt, das ist nicht so gesund. Und man muss sich ja mal die Frage stellen, jeder schreit heute nach Impfstoff. Und wenn man dann aber sagt, oh, ich lasse mich doch nicht impfen, dann macht der Impfstoff auch keinen Sinn. Es ist wohl so, dass dieses Jahr wohl rund 35-40% der Menschen jetzt schon Grippeimpftermin haben. Also hat Corona doch auch was Gutes.
sind wir doch froh, dass man das bei uns in unseren Gefilden sich impfen lassen kann. Viele Länder auf der Welt, die wären froh, sie hätten für Kleinigkeit einen Impfstoff. Und so nehme ich das dieses Jahr in Anspruch. Ja. Ansonsten leben wir munter vor uns hin. Heute Morgen sind die Bienen wieder ganz fleißig geflogen, weil die Sonne rauskam. Das sind jetzt auch so in die letzten Züge. Also, wenn es wärmer ist wie 10 Grad und Sonne scheint, dann kommen sie noch raus aus ihrem Kistle. Anderfall bleiben sie drin. Der Lilli-Hund geht gern raus, aber wenn es regnet, nicht. Bin ein bisschen blöd, weil ich bin auch gern beim Regen draußen. Es macht mir nichts mit Regenklamotte und feste Schuhe. Aber mein Hund, der mag das immer nicht so ganz. Und ja, wir gehen auf den Herbst hin. Es gibt jetzt auch nicht groß irgendwie noch was, was wir vorhaben oder so. Wir freuen uns über die Entwicklung beim VfB. Freut uns sehr. Aber ja, das Leben hat sich in dem Jahr verändert. Also finde ich schon. Und die Veränderungen darf man einfach einmal wahrnehmen und bewusst angucken. Also ich finde es nicht schlimm, auch so wie ich habe anderes Einkaufsverhalten. Ich war lang schon immer in der Stadt, schon zweimal nicht jobbe oder so. Ich vermisse es aber auch nicht. Ich gehe trotzdem raus, ich gehe spazieren, ich fahre mit dem Fahrrad, ich mache meinen Garten, ich wurschtel im Freien draußen rum. Also ich fühle mich nicht eingesperrt, gar nichts. Man hat heute die Möglichkeit, mit WhatsApp-Telefonie oder sonst irgendwas sich virtuell zu treffen. Von daher verzichte ich, finde ich es nett als ein Verzicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das. Ich finde es nicht als ein Verzicht, ich finde es eher so eine Rückbesinnung. Also so, ja, eine Rückbesinnung auf Familie. Also das genieße ich sehr, dass wir uns wirklich auch unsere Zeit, gut, das kam jetzt einfach durch meine berufliche Situation auch, dass ich einfach ständig nicht daheim war, wenn der Jürgen daheim war. Und von daher genießt man das eh noch. Was ist denn das jetzt hier? Was ist los? Was ist jetzt da los? Jetzt hat man 1,5 Stunden geschlafen, jetzt kommt man. Oh Gottele. Was ist los? Man schlägt hier nicht rum. Ja, also wir genießen die Zeit sehr miteinander. Räume da so also ein bisschen im Haus rum. Also das auch. Das gehört auch dazu irgendwie. Also, von mir, also finde ich aber auch nicht schlecht. Das finde ich ganz gut. Mir gehen da Dinge an. Jetzt gibt es doch noch einen Spiegelschrank. Es gibt einen Spiegel. Große News, es gibt einen Spiegelschrank. Also ich muss jetzt nicht mehr am Backofen in der Küche die Zähne putzen. Nein, Spaß. Aber Jürgen hat jetzt einen Spiegelschrank bestellt und baut den wohl heute Abend zusammen. Und es gibt einen Spiegelschrank. Wir wurschteln unser Bad so ein bisschen um. Also man besinnt sich so auf diese Dinge und das finde ich so gar nicht schlecht. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde künftig weniger arbeiten nochmal. Also 60%, nur 3 Tage in der Woche. Und was Neues für mich, musste ich mir erstmal mit dem Gedanken, musste ich mich auseinandersetzen und musste den Gedanken erstmal für mich so zulassen. Nämlich zulasse, dass ich weniger arbeiten darf. Großes Geschenk für mich, wenngleich ich ja dann mit Mamas Wohlwelt auch noch was zu tun habe, aber nicht mehr 100% schaffe und dann noch Mamas Wohlwelt, das wird ganz neue Zeiten. Ich werde das total genießen. Es gibt mir natürlich auch die Freiheit, in Ruhe tagsüber mal, besonders wenn es regelmäßig ist, tagsüber Dinge zu tun. Also gar nicht jetzt treffen mit Kaffee trinken und so. Nein, dass ich zum Beispiel weiß, an einem Tag in der Woche putze ich das Haus. Dann ist das vorm Wochenende schon mal gemacht und wir haben das Wochenende für uns. Oder ja, wie auch immer. Also das, ja. Von daher muss man in jeder Veränderung die Chance sehen und ich sehe die. Für nächstes Jahr haben wir Urlaub geplant. Da freue ich mich auch schon unglaublich, weil klar ist, ich brauche sowas. Ne? Erstens brauche ich es, zweitens brauchen wir es, weil der Jürgen wieder seine Schiffetermine kriegt. Der hat ja regelmäßige und der muss vorher bucht haben, sonst Pech für Oskar. Also man kann da nicht einfach sagen, wenn man Termin hat, ach, da wollte ich aber in Urlaub gehen. Nein, man muss dann sagen, da habe ich gebucht und die Buchungsbeschädigung zum Gericht schicke. Ja, von daher haben wir schon mal einen Blick, wo es nächstes Jahr hingeht und da freuen wir uns auch total drauf. Und von daher. Und
Wenn mein Leben wieder in regelmäßigen Bahnen verläuft, so hoffe ich doch inständig, dass ich dann auch regelmäßiger Videos machen kann. Das ist auch was, was für mich wirklich sehr, sehr bittere Pille war. Aber es ist halt, wenn ich vom Nachtdienst komme und bin völlig kaputt, dann brauche ich kein Video machen. Also ich schlafe zwar da nachts gut, aber trotzdem kürzer und es fehlt mir und dann bin ich völlig lätschert. Brauchen wir kein Video machen, also von daher. Und dann gibt es auch wieder regelmäßige und kürzere Videos. Ihr wisst es los, Frau Streichelhund. Oh, ach, die will jetzt gestreichelt werden. So, dann machen wir jetzt Schluss, dass ich mich um meinen Hund kümmern kann. Ich wünsche euch einfach gute Zeit, bis ich wiederkomme. Ich weiß noch nicht genau wann, ihr werdet sehen. Und ja, passt auf euch auf und seid behütet.